Aktuellster Verkehrsservice. Ja, wieder mit Ines Hennings. Und los geht's mit der 8 Stuttgart Richtung Karlsruhe. Zwischen Reimsheim und Pforzheim Ost ist die Unfallstelle geräumt. Noch 4 Kilometer Stopps hier. Die B10 Ulm Richtung Stuttgart ist zwischen Süßen Ost und Süßen Süd nach einem LKW-Unfall blockiert. Die 27 Villingen-Schwenningen. Hier gibt's zwischen Gülsdorf und Neukirch Behinderung nach einem Unfall. Die 31 Donaueschingen Richtung Freiburg zwischen Neustadt-Mitte und Buchenbach 10 Kilometer stockend. Im Kreis Göppingen ist die Straße zwischen Zell und der 8 Anschlussstelle Eichelberg nach einem Unfall blockiert. Und im Kreis Trüttlingen ist die Straße zwischen Neuhaus und Friedling nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Das war's von mir. Eine gute und sichere Fahrt.